Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, nachdem wir vor kurzem, also in der letzten Aufnahmesession, eigentlich Level 8 abgeschlossen haben, mehr oder weniger, und hier miserweise kurz vor dem Ausgang wegteleportiert wurden in Luftstufe 9, ist unser großer Tumult noch nicht zu Ende. Und leider ist er auch nicht sonderlich schön, unser großer Tumult. Denn wir haben hier Gegner, die übelst nervig sind. Das, obwohl sie klein sind und fast nichts können sollten. Aber die können recht viel, diese kleinen Feuerdrachlinge hier. Mehr als ihre Ausgewachsenen, einfach weil es mehr sind. Und das ist böse. Aber die kriegen wir diesmal recht gut down, ohne dass wir einen Notfallhelm benutzen müssen. Gut. Den nehme ich doch gerne mit und gebe ihn unserem Krieger. War das jetzt der richtige? Na, das war, glaube ich, der falsche. Oder? Hm, nee, doch, das war der richtige. Der da. Kann sie was mit dem anfangen? Nö. Da höre ich was rumlatschen. Da geht's noch rum. Oh ja, da ist wieder so ein Höhlenräuber. Hier geht's aber auch nach oben. Wobei ich glaube, hier oben war ich schon. Ja, weil hier geht's dann zwei Stufen runter, wieder in den unteren Bereich. Und hier war ich auch schon. Hier habe ich nämlich was getötet. Oh, hier sind zwei solche Höhlenräuber. Ah, dann machen wir die mal weg. Nee, halt, Single Target ist besser. Erst einen wegmachen, dann den anderen. Au! Also ja, solange sie nur beißen. Feuerflut, das will ich nicht unbedingt, dass sie das machen. Weil allein schon der Feueratem ist garstig. Genau, den da meine ich. Die haben nämlich so das Gefühl, wenn sie Feuerflut machen, dann trifft das die ganze Gruppe. Hier ist es wieder leuchtet. Ach du meine Güte. Ah, das ist ein Bossvieh, also ein Elite-Viech. Nee. Erstmal nicht. Dann lege ich mich lieber mit den beiden da an. Genau, den Feueratem, den lassen wir mal durchgehen. Eine andere Wahl habe ich nämlich nicht. Ja,
Ja, Feuerflut trifft alle. Okay. So, den Feueratem, den sparst du dir mal. Bitte den richtigen angreifen. Danke. Einmal bitte die Gruppe, auch wenn der Tank voll geheilt ist. So, das sollte reichen. Hier geht's auch wieder runter. Okay, das ist eine Nachricht. Fühlst du dich einsam? Musst du nicht. Ich beobachte dich. Hier ist es irgendwie eng. Okay. Boah. Ganz ehrlich, ich hasse es, wenn sie einfach so um die Ecke gerannt kommen. Sag mal, seid ihr jetzt andere Höhlenbiester? Weil ihr könnt kein Feuer atmen. Oder seid ihr dieselben Höhlenviecher wie unten in der Arena? Ich glaube, es sind dieselben Viecher wie unten in der Arena. Okay, hier ging es wieder raus in eine Sackgasse. Kann ich mir doch irgendwie nicht ganz vorstellen. Aber hier liegt nichts rum. Die Bäume sehen überhaupt nicht auffällig aus. Hier an den Wänden sehe ich auch nichts Verdächtiges. Nö. Da, wie gesagt, können wir nicht lang. Teste deine Geschicklichkeit. Okay, nee. Lass mal die beiden loswerden. Ja, das sind wieder Höllenräuber. Die können Feuer spucken. Genau, machen sie auch gerade. So, der stärker ist, den machen wir, lassen wir weit nicht die Feuerflut machen. Oh, dafür macht er wieder seinen Feueratem. Ich denke, den kriegen wir auch ohne zusätzliche Heilung down. Dann kann sie nämlich mal eine Gruppenheilung machen. Gut. Da ist ein Raum. Die Hosen sind was für Talisa. Finde ich. Ach, und das ist jetzt die Seite von hier. Wow. Oh, das sind nur Höhlenbiester wieder. Die können kein Feuer spucken, Gott sei Dank. Die
die können zum Glück nur beißen. Und ja, ich habe gerade irgendwie keinen Bock mehr auf den Wald, deswegen gucke ich mich hier ein bisschen um. In der Hoffnung, irgendwann eine Karte mal zu finden. Das sieht auch wieder so verdächtig nach Knopf und Geheimweg aus. Aber ich habe eben keine Ahnung, wie hier die Knöpfe aussehen. Eine Flasche rum. Mhm. Oh. Wie war eigentlich das Rätsel nochmal hier? In den tiefen Kavernen versteckt im Schatten werden wir zurück an unsere Anfänge gehen. Warte mal, ist das... Ja. Mit Anfänge war die Bank gemeint, weil das eine Zellenbank ist. Das kam mir gleich so komisch vor. Okay. Ich bin von rotem reptilischem Tod. Hm. Noch ein Trank. Und da sind die kleinen Nervensägen mal wieder. Die nur aufhören könnten, so scheiße nervig stark zu sein. Na, jetzt werden sie etwas harmloser, weil sie kaum noch Mana haben. Hey, ein Buch. Das nichts taugt. Und eine Karte. Sieht so aus, als ob da etwas hingehört. Okay, wir müssen also in dem Dungeon noch was suchen. Aber wir haben eine Karte. Ja. Und das hier ist ein falscher Baum? Sieht fast danach aus. Und hier kommen wir... Oh, hier kommen wir wahrscheinlich von der Seite durch. Aber jetzt erst einmal, jetzt da wir eine Karte haben. Und einen Ort, an dem wir eh wieder vorbeikommen. Das kann hier unten bleiben. Zusammen mit der Nachricht. So. Jetzt sind wir doch um einiges leichter. Jetzt können wir uns erstmal um das Rätsel hier kümmern. Weil ich habe so das Gefühl, dass das was mit dem hier zu tun hat. Teste deine Geschicklichkeit. Ja. Okay, ich werde geportet. Dunkler Stein. Der ist zu schwer, würde ich sagen. Der ist zu leicht. Okay, es war der Schädel. Mhm.
Also erstmal liegt hier ein Zauberstab. Kaitit episch, Zauberstab, Führung Haupthand. Ah, nee, selbst zusammenbringen die beiden Sachen nicht wirklich einen Vorteil. Die da? Die bringen eher was. Am ehesten Hagrim. Unserem Tank. Die bringen die dir was? Nö. Aber wir behalten sie mal, falls ich merke, dass die Hagrim doch nicht so wirklich was bringen. Ja, jetzt bin ich wieder hier oben. Gut, das heißt, wir gucken uns erstmal das hier an. Tatsächlich, da kommt ein Höhlenräuber durchgelatscht. Aber einer ist jetzt nicht so gefährlich. Ich sollte ihn nur nicht den Flechtschaden machen lassen. Den da. Okay. Ja, das sieht man nicht mal richtig, dass hier kein Baum ist. Okay, auch gut. Aber ich glaube, hier in der Gegend war ich schon mal. Kann das sein? Ja. Oh, das ist alles so dunkel, ey. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Weg. Ja, hier. Das kann ich nicht sehen, weil da ist auch wieder Baum im Weg. Und ja, ich decke einfach mal ein bisschen auf. So gut ich das eben kann. Ja, da will ich erstmal nicht hin. Da ist ein Boss. Also so ein Elite-Viech. Ja, hier ist auch alles zugewachsen. Aber so können wir jetzt erstmal zurückgehen, gucken, ob wir was übersehen haben draußen. Zum Beispiel gerade das hier kommt mir irgendwie komisch vor. Also ja, hier haben wir... Hier ist irgendwo der Start gewesen. War hier? Also hier bin ich mir jetzt auch nicht mehr genau. Hier war auf jeden Fall der Teleporter.